Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich beim Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz bedanken für die Organisation dieses Austerlitz-Formats. Und wir, also mit dem Herrn Kanzler, wir haben eine sehr intensive Kooperation, Beziehungen. Ich bin, glaube ich, das 7. Mal in Österreich und ich glaube, gerade dieses Treffen ist zur richtigen Zeit gekommen. Und das Hauptthema war natürlich Covid-19. Wir alle drei Staaten haben sehr nahe zueinander, was die erste Welle betrifft. Wir waren die Ersten, die Pflichtmasken eingeführt haben und dann ist die Slowakei und Österreich gefolgt und natürlich auch im Rahmen der ersten Welle und auch jetzt haben wir sehr intensiv kommuniziert und haben uns Informationen über Covid-19 ausgetauscht und gegenüber dem Virus möchten wir natürlich, also dieses Virus möchten wir natürlich im Finale besiegen. Und jetzt geht es darum, eine Balance zu finden zwischen dem Gesundheitsschutz, zwischen dem Schutz der Gesundheit unserer Bürger und einer wirtschaftlichen Aussicht, die sicherstellen könnte, dass wir diese Krise möglichst bald verlassen. Die Stimmung unserer Bürger, und das haben wir jetzt besprochen, ist ziemlich gleich. Und das Gesundheitsministerium hat heute beschlossen, dass es Pflicht ist, Masken in Innenräumen zu tragen, und zwar ab morgen. Ich möchte das als einen Zwischengenerationszusammenhalt bezeichnen, denn die Älteren sind natürlich bedroht und ich habe mir heute die Zahlen angeschaut und gerade die Leute von 20 bis 60 Jahren sind circa zu 70% die Infizierten im Moment. Wir haben das besprochen und wir haben den Kollegen erklärt, wie es bei uns aussieht. Wir verfolgen natürlich die Anzahl der Hospitalisierten, die Kapazitäten und so weiter. Also das war sehr nützlich und wir haben auch ausgemacht, dass wir kommunizieren werden und ich habe auch von meinen Kollegen ein Versprechen bekommen, dass es zu keiner Einschränkung der Beziehungen zwischen unseren Ländern kommt, denn das wäre natürlich für unsere wirtschaftlichen Beziehungen und für den Reiseverkehr nicht gut. Wie bereits Herr Bundeskanzler sagte, wir haben über die europäischen Themen gesprochen, Migration, die Beziehung zu China, Türkei, Innenmarkt, Digitalisierung, Migration und Brexit, und ich glaube, in dieser Hinsicht haben wir langfristig bereits mit Herrn Bundeskanzler gleiche Meinungen zu diesen Themen. Wir teilen viele Meinungen, was die Budgetverantwortung betrifft und auch die Kosten der europäischen Institutionen. Also nochmals vielen herzlichen Dank für die Einladung und es freut mich sehr, dass wir die Möglichkeit hatten, heute über diese Themen zu sprechen. Ich glaube, in dieser Hinsicht haben wir langfristig bereits mit Herrn Bundeskanzler gleiche Meinungen zu diesen Themen. Und als man die Budgetverhandlungen führte und Herr Kanzler bei den Frugalen war, denke ich, dass wir viele Meinungen teilen, was die Budgetverantwortung betrifft und auch die Kosten der europäischen Institutionen. Also nochmals vielen herzlichen Dank für die Einladung und es freut mich sehr, dass wir die Möglichkeit hatten, heute über diese Themen zu sprechen, vor dem Europäischen Rat.